Einleitung. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Standardträgerbrücke mit Geländer von Fiberline zusammenbauen. Die Abmessungen der Brücke, die wir in diesem Video bauen, betragen 6 x 2 Meter. Dieselben Baugruppenprinzipien gelten auch dann, wenn Ihr Brückenprojekt andere Abmessungen hat. Befolgen Sie unbedingt die beiliegenden Zeichnungen. Für die Montage der Brücke benötigen Sie nur die abgebildeten Handwerkzeuge. Gummihammer, Handbohrer, Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, Klebepistole, Gabelschlüssel, Nietpistole und Nähte. Wir empfehlen Ihnen, die örtlichen Arbeitsschutzregelungen zu befolgen. Die erhaltene Lieferung ist kompakt verpackt. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um die Brücke zusammenzubauen und zu bewegen. Profile aus Glasfaserverbundwerkstoffen haben ein geringes Gewicht und können leicht getragen und versetzt werden. Alle Profile für die Brücke werden vorbearbeitet geliefert. Für jede Brücke sind individuelle Zeichnungen im Lieferumfang enthalten. Befolgen Sie unbedingt die Zeichnungen und die detaillierten Arbeitsanweisungen. Beginnen Sie den Montageprozess, indem Sie die kurzen Verbindungsrohre in die Brüstungen kleben. In der Schachtel finden Sie 2 verschiedene Vierkant-Rohradapter. Der Adapter ohne Aufdruck wird als Abstandshalter in den Brüstungen verwendet. Der Adapter mit 55 mm Aufdruck dient zur Positionierung der Verbindungsrohre. Schieben Sie diesen Adapter in die Brüstung. Die Verbindungsrohre haben 2 unterschiedliche Längen. Die größere für die Brüstungen zwischen den Ecken verwendet. Die kleinere wird für Eckbrüstungen. Bringen Sie den Klebstoff wie gezeigt in den Abstandshalter ein. Da dies eine Brüstung für die Montage zwischen den Ecken ist, drücken Sie das größere Verbindungsrohr in Position und verwenden den 55 mm Adapter für die genaue Positionierung. Befolgen Sie für die Eckbrüstungen das gleiche Verfahren und verwenden Sie die kleineren Verbindungswannen. Wiederholen Sie diesen Prozess für alle Brüstungen. Der nächste Schritt ist die Montage der Geländerfüllung. Bringen Sie zunächst Klebstoff in die Bohrlöcher ein. Schieben Sie die Rohre in die Löcher und klopfen Sie gegebenenfalls mit einem Gummihammer auf die Rohre. Verschließen Sie die Füllung mit dem oberen Teil. Die Füllung kann mit den vormontierten Brüstungen verbunden werden. Die Geländerkonstruktion ist immer noch sehr leicht und kann angehoben und versetzt werden. Folgen Sie den Zeichnungen und montieren Sie den Rest der Füllung und Brüstungen. Montage der Unterkonstruktion. Stellen Sie zunächst alle Hauptträger in dem in der Zeichnung angegebenen Abstand auf eine ebene Fläche. Legen Sie sich alle Werkzeuge zurecht, die Sie für die Montage der Unterkonstruktion benötigen. Beginnen Sie die Montage, indem Sie die Stahlwinkelhalterungen, wie hier gezeigt, an den Querträgern befestigen. Schmieren Sie die Schraubengewinde. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Querträger. Verschrauben Sie dann die Vierkantrohre mit den Hauptträgern. Arbeiten Sie sich von der Mitte der Unterkonstruktion nach außen. Wenn Sie zu den U-Profilen an den Kanten gelangen, muss das Geländer durch die Löcher in den Brüstungen und die Stahlwinkel montiert werden. Montage des Geländers. Bringen Sie zunächst Klebstoff in die Eckfüllungen ein. Heben Sie die gesamte Brüstung mit Füllung an und befestigen Sie sie wie gezeigt mit den mitgelieferten Schrauben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die nächste Füllung und üben Sie mit Bändern Druck aus, während der Klebstoff aushärtet. Achten Sie darauf, die Spalte zu minimieren. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schlagschrauber fest. Kleben Sie die kleinen Vierkantrohre auf, um den Querschnitt der Planke zu verbergen. Verschließen Sie die Vierkantrohre mittels der mitgelieferten Endkappen. Anbringung des Brückenbelags. Legen Sie zunächst die Planken nacheinander auf die Unterkonstruktion. Befestigen Sie die Planken mit den mitgelieferten Clips. Befolgen Sie die Anweisungen zum Torken und ziehen Sie nicht zu fest an, da dies die Klemme verformen und den GFK beschädigen kann. Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis der gesamte Brückenbelag verlegt ist. Kleben Sie die Endkappen, wie hier gezeigt, an den Handlauf. Platzieren Sie den Handlauf auf der Brücke und markieren Sie die Position der Brüstungen. Tragen Sie den Klebstoff, wie hier zu sehen, auf die vormarkierten Bereiche auf. Heben Sie den Handlauf in Position und klopfen Sie fest darauf. Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher als Positionierungshilfe. Bohren Sie Löcher für die Niete. Bringen Sie mit der Nietpistole die Niete an. Beenden Sie die Montage, indem Sie alle Schrauben mit den in den Zeichnungen angegebenen Drehmomentwerten erneut festziehen. Jetzt haben Sie erfolgreich eine Trägerbrücke von Fiberline montiert. Zum Anheben der Brücke empfehlen wir die Verwendung eines Gabelstaplers mit verlängerten Gabeln, die alle Träger der Unterkonstruktion abdecken. Alternativ kann eine Traverse mit Gurten verwendet werden.
Die fertige Trägerbrücke hat ein geringes Gewicht, was die Handhabung und den Transport in vormontierter Form sehr einfach macht. Das geringe Gewicht der Brücke reduziert auch die Installationszeit vor Ort, sowie Kosten für Spezialmaschinen und Kräne. Glasfaser ist daher eine naheliegende Wahl für Installationsorte, die schwer zugänglich sind oder bei denen ein schneller Aufbau erforderlich ist, zum Beispiel bei Arbeiten an stark befahrenen Straßen oder Bahngleisen. Fiberline. Mit weniger mehr erreichen.